Jo Leute, hier ist wieder euer Casino-Kontrolleur back am Start. Ich weiß, dass das so langsam zur alten Leier wird, trotzdem möchte ich einfach ehrlich sein. Mich hat die Langeweile einfach wieder ins Casino gelotst. Ursprünglich wollte ich anhand dieses Besuchs nur die Europa-League-Spiele aufpäppeln. Während dem Erstellen der Kombi-Wette ist mir aber das neue Bonus-Buy-Feature in den Thunder-Kick-Slots zu Auge gekommen. Und mit dem Wissen konnte ich einfach nicht ohne ein paar Bonus-Buys rausgehen. Leider gibt's die Bonus-Buy-Features zwar in keinen alten Slots, gegebenenfalls implementieren die das aber in der Zukunft. Auf jeden Fall haben die zwei neue Slots veröffentlicht. Einen davon werde ich probieren. 20.000 Euro habe ich mir hierfür aufgeladen. Ursprünglich wäre das Guthaben für ein paar Kombi-Wetten angedacht gewesen. Jetzt probiere ich mich halt an ein paar Bonus-Buys. An meinem BTC-Guthaben hat sich logischerweise nichts geändert. Mir stehen wie gehabt 370.000 Euro zur Verfügung. Und auf jenes Guthaben greife ich gegebenenfalls auch zurück. Wenn ich diese 12 Ether versenke, probiere ich mich vielleicht noch an 2, 3, 20.000 Euro Features. Aber das werden wir so und so sehen. Ich starte auf jeden Fall mit dem ersten 1.000 Euro Bonus. Viel zum Slot kann ich nicht sagen. Es ist am Ende des Tages jetzt mein erster Bonus. Der theoretische Maximaleinsatz beläuft sich auf 200 Euro, so beläuft sich der Maximalbonus bei, wie bereits vorher angeteasert, auf 20.000 Euro. Vom Prinzip her ist der recht nett gestaltet, auch wenn ich Bonusbuys in Sword of Khan oder Midas Golden Touch eigentlich besser fände. Aber vielleicht implementieren die das ja noch in der Zukunft, ich hoffe auf jeden Fall drauf. Die Animation ist nett gestaltet, ich bekomme 8 Spins. Hoffe hier natürlich auf Phoenix Drops, die, sofern ich mich richtig gesinn, als Wilds agieren. Wenn ich hier einige kriege, bekomme ich Respins. Mit den Respins könnte ich viel gewinnen. Und das ist ein recht guter Start. Direkt eine Animation, direkt ein 2.800 Euro Hit. Hier verbinde ich etwas weniger, bekomme aber im ersten 1.000 Euro Bonus. Direkt ein richtig gutes Ergebnis. Ich meine, bis zum jetzigen Zeitpunkt ist es schon mal ein 320x-Hit und ich habe noch einige Spins über. Wenn man es genau nimmt, bin ich sogar bis zum jetzigen Zeitpunkt noch im ersten Spin. Mal schauen, ob sich die kommenden Spins auch auszeichnen. Ein Fullboard an Wilds wäre mir auf jeden Fall recht, selbst auf einen 10er. Da der Maximalgewinn eigentlich okay wäre, der beläuft sich auf 10.000x. Mit ein paar Fulllines könnte ich das vielleicht auch kriegen, wobei man hier wahrscheinlich in den meisten Fällen nicht gerade allzu viele Wild Drops kriegt. Augenscheinlich bin ich überdurchschnittlich gut gestartet. Ich bekomme halt die bekannte New Game RTP, hoffentlich auch in den größeren Features. Aber das sehen wir so und so. Die letzten paar Spins waren eigentlich für die Cuts. Bis auf den ersten Spin kam nichts. Trotzdem gewinne ich mal mindestens 2.400 Euro. Und das ist für den ersten Thunderkick Bonus eigentlich ein guter Einstand. Normalerweise würde ich den Einsatz direkt hochschrauben. Diesmal belasse ich es aber vorerst auf einen 10 Euro Einsatz. Ich schaue mir einfach ein paar Features an und schraube den Einsatz dann etwas später hoch. Eure Meinung zum Slot könnt ihr mir liebend gern in die Kommentare schreiben. Ich finde den auf den ersten Blick hin eigentlich ganz nett gemacht. Ging jetzt vielleicht auch anhand des Gewinns einher. Ein Publikumsfavorit wird es sicher nicht. Dafür ist er wohl etwas zu uninteressant. Für den ersten Bonus bei Slot finde ich den aber doch ganz nett. Und solange er was ausspuckt, ist mir das Design recht egal. Ich bräuchte ja nur 3 Wilds in Folge. Irgendwie einen guten Hit und vielleicht ein, zwei Fulllines, speziell Top-Symbols wären hierfür natürlich super interessant. Aber der Bonus sieht etwas schlechter aus. Ich meine, wir haben es vorher gesehen, ich könnte in einem Spin alles gewinnen. 2 Wilds in Folge sind hierfür auch gar nicht schlecht. Ich bekomme eine Animation, bekomme wahrscheinlich den zweiten Profit-Bonus. Da würde ich mich eigentlich auch schon festlegen. Aber eine Fullline könnte mir hier etwas mehr helfen. Ich bekomme stattdessen einen 180 Euro Hit, den letzten Respin, ein paar extra Wilds.
eine recht gute Verbindung auf den Diadem. Der zweite Profitbonus und wirklich ein richtig guter Start. Ich bereue es ein bisschen, dass ich nicht mit größeren Features gestartet bin. Wobei ich, wie gehabt, natürlich nicht denselben Seed bekommen hätte. Aus dem Kopf kriegt man den Gedanken trotzdem nicht. Jeder, der zockt, kann es sicher nachvollziehen. Auf größeren Einsätzen ist es viel interessanter. €3.000 ändern an meinem jetzigen Stand nichts. 200.000, 300.000, 400.000 Euro könnten mir aber schon die Woche versüßen. Aber die bekomme ich in dem Bonus garantiert nicht. Das wäre so und so weit über den Maximalgewinn. Trotzdem ist es der zweite Profitbonus. Da es der zweite Profitbonus war, schraube ich den Einsatz auch noch nicht hoch. Ich kaufe mir einen dritten 1.000 Euro Bonus. Und dann widme ich mich langsam aber sicher ein paar größeren Features. Ich hoffe natürlich auf einen 1000x-Hit, vielleicht auf den dritten Profitbonus. Selbst kleine Gewinne bringen mir am Ende des Tages ein bisschen was, speziell wenn ich einige kriege. Aber so wie ich die Slots einschätze und so wie ich Stake kenne, bekomme ich wahrscheinlich jetzt eine komplette Abfuhr. Und bis zum jetzigen Zeitpunkt sieht's auch so aus, wobei das mal mindestens ein Retrigger ist. 4 extra Spins sind okay. Ich hätte eigentlich mit einem Bait gerechnet, aber ich nehme die Spins gern mit. Hoffentlich zahlen die 4 extra Spins auch etwas, denn bis zum jetzigen Zeitpunkt wäre der Bonus ein Zero Exit. Das Wild Placement ist etwas verschwendet. Bräuchte gute Ways, bekommen die in meinem Fall nicht. Hier kommt auch nichts. 175 Euro Cashback. Die regulären Spins wären durch und auch wenn ich ein extra Wild bekomme, wird sich am Resultat wohl wenig ändern. Ich werde auf dem Boden der Tatsachen zurückgeholt. Ist ja klar, dass ich nicht Profitbonus nach Profitbonus bekomme. Hier kriege ich wirklich eine deutliche Abfuhr. Auch wenn ich noch ein bisschen was verbinde, kommt in den letzten paar Respins wahrscheinlich nichts. Genauso ist es. Ich verliere das erste Mal 70%, näher mich dem regulären Status und schraube in dem Fall den Einsatz auf einen 20er hoch. Hoffentlich ist der 2000 Euro Bonus solide. Am Ende des Tages ist mir das Resultat aber recht egal, ich schraube die Einsätze jetzt so und so hoch. Wenn es sich zu Ende ausgeht, kaufe ich mir vielleicht einen 20.000 Euro Bonus. Wenn es sich nicht ausgeht, wechsle ich gegebenenfalls auf eine BTC-Adresse bzw. auf meine BTC-Wallet oder spare mir das Ganze insgesamt. Das Restguthaben baue ich vielleicht auch in eine Kombi-Wette ein oder vielleicht auch in eine Einzelspielwette. Ich habe es irgendwie im Gefühl, dass Sheriff Tiras Bowl heute gewinnt und die Quote wäre fabelhaft. Seit meiner 400.000 Euro United-Wette, welche ich damals nicht für mich entscheiden konnte, da Wolves am Ende des Tages gegen die gewonnen hatte, habe ich in die Mannschaft einfach kein Vertrauen mehr. Und wenn mir nicht allzu viel überbleibt, haue ich das vielleicht sogar auf Sheriff. Wenn ich es nicht vergesse, baue ich das dann sogar in das Video ein. Wobei wir das so und so sehen werden. Jetzt ist es der nächste Retrigger. Kein Bait. Vielleicht bekommt man hier auch gar keine Retrigger-Baits. Ich hatte jetzt zweimal einen regulären Retrigger, bekomme trotzdem keine Wilds, keine Verbindungen und hätte hier eigentlich einen recht schlechten Bonus. Zwei Wilds retten das Ergebnis ein bisschen, aber Profit wird es wahrscheinlich trotzdem nicht. Ich bräuchte jetzt mindestens zwei oder drei extra Redrops. Sonst ist es der zweite Minusbonus bei und genau ein solcher ist es auch. Ich verliere wie vorher schon auch jetzt wieder 70 oder eben 75%. Der Einsatz geht auf den 50er hoch. Ich kaufe mir ein 5000 Euro Feature. Hoffe natürlich auf einen guten Bonus, denn ein 50er ist doch ein bisschen was. Da könnte sich selbst ein 1000x-Hit sehen lassen.
ein Maximalgewinn wäre so und so fabelhaft, den würde ich immer mitnehmen. Aber den bekomme ich so oder so nicht. Vielleicht wird es aber ein Profitbonus. Wir hatten jetzt zwei Profitfeatures, zwei Minusfeatures. Vielleicht kommt der dritte Profitbonus. Oder mal mindestens ein Break-Even-Bonus, wobei der super schlecht aussieht. Die ersten 6 Spins zahlen nichts, ich bekomme im 7. Spin auch nichts. Und auch wenn ich mir mit dieser Wildwalze etwas schönreden möchte, wird es wahrscheinlich nichts bringen. Zur Wahrscheinlichkeit wird es der dritte deutliche Minusbonus bei und genau ein solcher ist es. Mit Abstand der schlechteste, natürlich auf dem bis dato größten Einsatz. Ich verliere, naja, um die 90%. Schraub den Einsatz so auf 75 Euro hoch, kauf mir ein 7500 Euro Feature und probiere mich nachher wahrscheinlich am größtmöglichen. Wenn der Bonus etwas ausspuckt, geht sich vielleicht ein großes Feature aus. Wenn das nicht der Fall ist, probiere ich mich natürlich an einem etwas kleineren. Aber ich hoffe einfach mal auf einen guten. Gib mir einfach 2 oder 3 Wild Drops, irgendwie eine Verbindung auf dem Forscher und vielleicht ein paar Hits. Das ist nicht mal so schlecht. Gib mir 2 Respins. Vielleicht bekomme ich einen extra Phönix. Im Worst Case geht sich mal mindestens ein 10.000 Euro Bonus aus. Im Best Case sehe ich jetzt ein paar extra Wilds, bekomme vielleicht ein paar extra Verbindungen und irgendwie mal wieder einen Profitbonus, denn seit den ersten 2 Features bauen wir echt ab. Der ist zwar ein Stückchen besser wie der vorherige, aber viel schlechter hätte es eigentlich auch nicht sein können. Ein Full Reachiger ist aber okay. Ich bekomme einige Respins, bekomme eine volle Wildwalze. Bräuchte jetzt eigentlich nur einen Phoenix hier. Kriege ich noch nicht. Jetzt vielleicht hier einen Phoenix. Nicht mal einen Hit. Schwierig. Wirklich schwierig. Ich bekomme wahrscheinlich den nächsten Katastrophenbonus. Und das natürlich auf einen großen Einsatz. Langsam aber sicher ist es der Sheriff-Wette gar nicht mehr so unwahrscheinlich. Denn einen 5000 Euro Bonus kaufe ich mir sicher nicht. Das kann ich dann auch gleich verwetten. Bevor ich das mache, probiere ich mich aber noch an einen letzten 10.000 Euro Bonus. Wenn es ein Profitbonus ist, probiere ich mich gegebenenfalls an einem 20.000 Euro Feature. Sonst belasse ich es damit. Drückt mir auf jeden Fall die Daumen, 10.000 Euro sind und bleiben eine Menge Geld. Gemessen am jetzigen Ether-Kurs sind es um die 6,5 oder eben auch 7 Ether. Ein 1000 X-Hit wäre fabelhaft, ich bräuchte dafür nur 3 Walzen an Wilds und ein paar Top-Symbols. Diese Single Drops bringen mir halt übertrieben wenig. Ich bräuchte halt echt ein paar Cluster Drops, echt ein paar gute Hits und irgendwie ein bisschen was. Sonst zahlt sich der erste Thunder Kick Aufenthalt nicht aus. Auch wenn ich es mir schönreden möchte, wird es wahrscheinlich nichts. Ich klicke hier. 13% Cashback, 3.000 Euro, baue ich auch gar nicht in eine Kombi-Wette ein, das ist mir selbst ein bisschen zu wenig. Ich drücke jetzt noch ein paar 200 Euro Spins durch, hoffe einfach auf ein gutes Ergebnis, hoffe auf einen Bonus. Ganz unmöglich wäre es nicht, ich bräuchte ein Wild und 2 Scatter oder 3 Scatter. Hier bekomme ich Respins auf 200 Euro, gar nicht so schlecht. Jetzt fehlt nur noch eine Verbindung. Bitte, komm. 10er und 9er, 800 Euro. Sonst wenig bis nichts. Wieder nichts. Ja,
Wenn ein Bonus kommt, ist es mir recht. Wenn keiner kommt, soll es halt so sein. So wie ich Stage kenne, kommt sicher keiner. Ganz aufgeben möchte ich doch nicht. Und auch wenn man es mir nicht zutrauen möchte, fand ich den Slot eigentlich ganz nett. Der Bonus-Bait hätte nicht sein müssen. Aber vielleicht wird es ja doch noch was. Gib mir einfach jetzt einen Bonus. Komm, Scatter, Scatter, Scatter. Oder einfach nichts. Das war's. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Der letzte Bonus wird mir wahrscheinlich nichts geben. Ich kann mir nicht mal meinen Spin leisten. Also schraube ich den Einsatz auf einen 50er runter. Probier es ein letztes Mal. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst lieben gern ein Like und ein Abo da. Und schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare. Ich hoffe auf jeden Fall, dass der letzte große Anbieter auch langsam nachzieht. Denn Play-and-Go-Bonus-Buys, speziell in Legacy of Dead oder in Tomb, fände ich super interessant. Aber ob die das machen, wird sich zeigen. Ich halte auf jeden Fall meine Daumen gedrückt. Sonst hoffe ich einfach darauf, dass dieses Bonus-Buy-Feature, wie auch in Push Gaming, in ein paar alte Slots integriert wird. Aber das wird sich so und so zeigen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Cheers!